einem neuen Video von mir. Ich habe heute wieder für euch ein Fashion Haul und ich weiß, dass mein letzter Fashion Haul gar nicht so lange her ist, aber wie ihr vielleicht wisst, bin ich ja eher die Online-Shopperin und ich war vor kurzem in Düsseldorf und da habe ich es mir nicht entgehen lassen, shoppen zu gehen. Oh, die Sachen, die ihr jetzt hier seht, sind alle aktuell, das heißt, ihr könnt sie noch erwerben, falls sie euch gefallen und das ist natürlich gut, hoffe ich, also für euch. Aber nicht nur von mir gibt es heute ein Fashion Haul, sondern auch von der lieben Niloufar. Die hat für euch auch ein Fashion Haul abgedreht. Und falls ihr noch einen Fashion Haul sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Ich würde mich riesig, riesig freuen. Und mehr habe ich nicht zu sagen. Bleibt am besten bis zum Ende dran, denn da erwartet euch eine Verlosung. Und ich würde sagen, ganz viel Spaß bei diesem Video und wir legen los. Ich würde sagen, wir fangen an mit Primark, denn ich war schon sehr, sehr, sehr lange nicht bei Primark. Und das erste, was ich euch zeigen möchte, ist eine Umhängetasche in Schwarz. Die ist klein und voll mein Stil. Ich war schon sehr lange auf der Suche nach so einer Umhängetasche, weil meine andere Umhängetasche, die ich habe und die ich so unfassbar gerne mag, ist kaputt gegangen. Also die Schnur, die ist nur noch auf einer Seite vorhanden. Und ich habe diese Tasche so unfassbar geliebt, weil sie einfach so oldschool-mäßig ist. Und jetzt habe ich mir so ein Dupe gekauft, würde ich jetzt mal sagen, in Schwarz, was ich auch nicht so schlimm finde, denn Schwarz geht immer. Und ich habe mich sehr gefreut über diese Tasche. Dann machen wir weiter mit Schminktaschen. Ich liebe Schminktaschen. Ich habe so eine Obsession mit Schminktaschen. Wenn ich eine schöne Schminktasche sehe, muss ich sie haben, weil wenn ich zum Beispiel auf Reisen gehe, habe ich extra eine Schminktasche, dann extra eine Pinseltasche, dann extra eine Tasche, wo ich meine Pflegesachen aufhebe. Und dann braucht man einfach mal drei Schminktaschen. Und dann habe ich dieses Set hier entdeckt. Das ist so ein Dreier-Set von Primark und ich fand das so unfassbar süß. Erstens, was ich ultra mega praktisch fand, ist, dass es hier vorne so durchsichtig ist. Das heißt, wenn ihr was sucht, dann könnt ihr das gleich sehen. Wisst ihr, wie ich meine? Also das fand ich mega cool. Und die hat auch noch so eine perfekte Größe, weil sie halt so groß ist. Und da drin waren halt noch zwei weitere Schminktaschen enthalten. Falls ihr halt mal hier irgendwie so Handcreme mitnehmen wollt und Lippenstifte und so kleine Dinge und hier einfach mal so Puder oder so oder keine Ahnung, je nachdem, was ihr mitnimmt, könnt ihr ja zwischen diesen beiden variieren. Und ich fand dieses Set so süß, weil es rosa-schwarz ist und das hier auch und das hat 8 Euro gekostet, was ich vollkommen okay fand. Machen wir weiter mit Socken. Ich weiß, das klingt jetzt mega lustig irgendwie. Wer mir auf meinem zweiten Kanal von Fantastic TV, der weiß, dass ich mir Socken gekauft habe. Und zwar einige Socken. Aber da habe ich euch nur so einen Sneak Peek gezeigt. Und jetzt zeige ich euch mal die Socken. Auf jeden Fall habt ihr diese Socken schon gesehen. Falls ihr meinen Vlog gesehen habt, dann wisst ihr auch, was ich in Düsseldorf gemacht habe. Dieses Dreier-Set gab es für 2 Euro, was ich mega cool fand. Eigentlich habe ich mir nur die Socken wegen diesem Paar hier gekauft, weil ich die so ultra mega schön finde. Ich liebe schwarz-weiß-blau meliert. Das ist voll mein Ding. Aber hier sind noch rosane mit dabei und graue. Und wundert euch nicht, demnächst kommen ganz viele Socken-Selfies auf meinem Instagram-Account, weil ich das einfach so schön finde. Oh mein Gott, ich habe mich so verliebt. Dann habe ich einfach noch solche Socken gekauft für 3,50 Euro. Dann habe ich mir noch Overknee-Socken geholt und zwar einfach in Schwarz. Ich habe schon welche in Schwarz und in Grau, aber ich habe sie irgendwie verloren. Deswegen habe ich mir neue gekauft. Die haben nur 3,50 Euro gekostet und da sind 2 Paare drin. Dann habe ich mir noch 2 Handyhüllen mitgenommen und zwar einmal mit einem Einhorn. Oh mein Gott, können wir bitte darüber reden, wie süß diese Handyhülle ist mit dem Einhorn. Ich liebe den Einhorn-Emoji und ich würde ihn am liebsten jeden Tag benutzen, unter jedem Bild, weil er einfach so unfassbar süß ist. Und dann einfach noch so eine türkise und ich wollte noch so eine Gummihülle, weil die Gummihülle euer Handy schützt und alles andere schützt euer Handy nicht. Dann habe ich mir noch eine Wärmeflasche gekauft und dieser Stoff hier ist auch so unfassbar kuschelig und warm. Und ich habe ohne Witz noch nie eine Wärmeflasche gehabt. Und deswegen dachte ich mir so, okay, ich lege sie mir mal zu. Ich habe mir auch gedacht, dass es so schön als Deko ist, weil das ist voll süß, da steht Love drauf und das ist hier rosa. Und mein Zimmer ist ja eigentlich auch rosa-weiß gehalten mit ein paar Ausnahmen. Und deswegen musste das mit. Machen wir weiter mit meinem Lieblingsprodukt von Primark. Oh mein Gott, ich habe mich in dieses Teil so unfassbar verliebt. Ich habe es bei einer anderen YouTuberin gesehen und dachte ich mir so, oh mein Gott, diesen Mantel muss ich haben. Und nur deswegen bin ich zu Primark gegangen. Und ich habe diesen Mantel. Und zwar rede ich von diesem Mantel hier. Wer mir auf Instagram folgt, der hat schon ein Bild gesehen. Das werde ich euch hier einblenden. Da seht ihr, wie er angezogen ausschaut mit einer kleinen Outfit-Inspiration. Oh, der ist so unfassbar schön, passt so unfassbar gut in den Herbst. Der hat sogar Taschen, der hat die perfekte Länge für mich. Und falls er euch auch gefällt, lasst mich das unbedingt in den Kommentaren wissen. Ich liebe diesen
Mantel. Bevor wir weitermachen, möchte ich euch ein Teil zeigen, welches ich gerade trage. Und nein, es ist nicht das Oberteil, sondern diese Uhr hier. Falls ihr euch schon die ganze Zeit gefragt habt, welche Uhr ich trage. Diese Uhr ist von Captain & Son und ich finde sie so ultra mega schön. Es ist eine silberne Uhr, die in Gold ist, glaube ich, auch sogar ausverkauft, wo ich auch schön finde. Aber ich hatte noch keine silberne Uhr, deswegen habe ich mir die silberne Uhr bestellt. Die ist einfach so zeitlos und die gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, falls ihr euch gefragt habt, welche Uhr ich trage. Machen wir weiter mit Schuhen und ich habe eine Obsession mit Schuhen. Welche Frau hat keine Obsession mit Schuhen? Ich liebe Schuhe, so unfassbar. Ich habe auch sehr, sehr viele Schuhe, aber ich muss euch sagen, dass ich gar nicht so viele Sportschuhe habe. Und noch ein Fakt, ich habe keine schwarzen Sportschuhe, was ich mega krass finde, weil schwarze Schuhe sollte jeder im Schrank haben, also schwarze Sportschuhe. Auf jeden Fall habe ich mir diese Schuhe zugelegt von Nike und zwar... steht jetzt hier nur Air Max drauf, aber es ist eine andere Version vom Air Max. Ich weiß leider nicht, wie diese Version heißt. Aber die sind so unfassbar bequem und es sind nicht diese dicken Air Max mit der dicken Sohle, sondern die gehen voll klar. Die sehen super elegant an euren Füßen aus, also elegant für Sportschuhe, nicht so klobig, wenn ihr wisst, was ich meine. Falls ihr wisst, welche Schuhe das sind, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare oder ich frage meine Freundin, die in einem Schuhladen arbeitet, die weiß es bestimmt. Dann habe ich mir noch Boots gegönnt und wer mich kennt, der weiß, dass ich meine Vagabonds mit Absatz über alles liebe. Das sind die bequemsten Boots, die ihr euch jemals vorstellen könnt. Also die sind wirklich der Hammer. Und die sind ja auch ein bisschen teurer. Ich glaube, das weiß jeder von uns, kosten über 100 Euro oder um die 100 Euro. Aber diese Schuhe sind auf jeden Fall ihr Geld wert. Und weil ich diese Schuhe so liebe, habe ich mir gedacht, okay, ich brauche andere Vagabonds, die so schlichter sind und ohne so einen Absatz. Weil nach einer Zeit tut das schon weh, aber nicht so krass weh, wie wenn ihr High Heels trägt. Aber ist einfach unangenehm, wenn ihr wisst, was ich meine. Also kein Vergleich zu Sportschuhen, aber die sind schon bequem für ihre Verhältnisse. Deswegen habe ich mir andere Schuhe gekauft und ich weiß, dass einige von euch sie schön finden werden, aber ich weiß auch, dass mindestens genauso viele sie hässlich finden werden. Also ich hoffe, ich bin nicht die Einzige, die diese Schuhe schön findet. Ich zeige es euch einfach mal. Und zwar sind das diese hier. Das sind klobige Boots. Aber ich wollte klobige Boots, denn diese 0815 Boots kennt jeder und die hat auch jeder. Und deswegen dachte ich mir so, okay, ich möchte so ein Statement setzen mit diesen Boots. Also wenn ihr so ein elegantes Outfit habt und dann diese Boots, das ist einfach so ein Gegensatz und ich liebe Gegensätze. Und yep, also bei meinem Bild mit meinem Mantel, welches ich euch hier nochmal einblende, hatte ich diese Boots auch an. Und mich haben ganz, ganz viele von euch gefragt, woher die sind. Diese von Vagabond. Sind ultra bequem, sehen super cool aus. Ich finde diese Schuhe so genial und deswegen, ja, wollte ich sie euch jetzt zeigen. Und ich habe jetzt genug über Schuhe geredet. Wir machen Flix weiter, weil ich habe euch noch einiges zu zeigen. Ich war dann noch bei Gina Tricot und habe mir dieses Crop Top hier bestellt in Grau. Und das hat ein bisschen längere Ärmel, deswegen fand ich das ganz süß. Dann habe ich mir noch so ein Party-Oberteil gekauft. Und zwar sieht das so aus. Ich habe schon mal so ein ähnliches gehabt von Forever 21. Falls ich den Haul finde, den werde ich euch mal unten verlinken. Dann könnt ihr mal dieses Oberteil suchen. Aber ich finde das so fancy und voll genial. Und zum Feiern stelle ich mir das richtig cool vor. Dann habe ich mir noch diesen Schal hier gekauft. So ein schwarz-weiß-grau milliert. Also voll mein Ding. Der ist einfach so ultra mega kuschelig. Hat hier unten noch schwarze Franse. Und dieser Schal geht einfach zu allem. Meiner Meinung nach. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Zara. Ich habe mir dann hier dieses T-Shirt hier gekauft. Das fand ich so richtig süß. Also das ist einfach echt ein süßes Oberteil. Ist voll so ein Nie-Oberteil, hat meine Schwester gesagt. Und deswegen musste das natürlich mit. Dann habe ich mir noch so ein Oberteil gekauft. Schon wieder schwarz-weiß milliert. Und mit Kragen und mit längeren Ärmeln. Und das sieht jetzt zwar voll altmodisch aus, aber ich fand das irgendwie so stylisch. Ich bin nämlich am Freitag bis Sonntag in Berlin auf dem Event. Und dann habe ich mir so gedacht, vielleicht ist das so eine coole Outfit-Kombi. Mal schauen, was ich anziehen werde. Ich werde euch auf jeden Fall auf Instagram und auf Snapchat up-to-date halten. Und ich fand das voll süß, deswegen musste das mit. Und noch so ein ähnliches Oberteil musste mit. Und zwar dieses hier, schwarz-weiß gestreift. Schwarz-weiß gestreift ist ja auch voll meins. Ich liebe schwarz-weiß gestreift. Okay, was liebe ich eigentlich nicht. Aber ja, ich fand das voll süß und voll schön. Deswegen habe ich mir das logischerweise auch mitgenommen. Was ich mir bei Zara auch gekauft habe, ist eine neue Tasche. Und zwar diese hier in schwarz. Innen ist es anstatt schwarz rot. Und das hat mich irgendwie so an eine Louis Vuitton erinnert. Aber vom Schnitt her ist es irgendwie keine Louis Vuitton, sondern eher eine Michael Kors, aber nur schöner, finde ich. Und ich brauche halt so eine große Tasche, weil ich meinen Laptop eigentlich fast immer überall mitnehme. Und deswegen ist so eine große
Tasche praktischer als eine kleine Tasche. Und ja, die fand ich auch ganz cool. Bleiben wir mal kurz bei Schwarz-Weiß gestreift, weil da haben mich auch super viele Leute gefragt, woher dieses Set ist. Es ist schon ein bisschen älter und ihr könnt es online erwerben. Und zwar spreche ich von diesem Oberteil hier, welches ihr schon in meinem Tauschpaket gesehen habt, wo ich es anhatte. Und dazu habe ich sogar die passende Hose. Und ich liebe solche Zweier-Sets, denn dann müsst ihr euch keine Gedanken mehr machen, was ihr anzieht. Und ich finde das sowas von praktisch. Und das bekommt ihr auf ASOS. Ich werde euch alle Links unten in der Infobox verlinken oder solche ähnlichen Links. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Und zu guter Letzt wollte ich euch noch eine Jacke zeigen. Und da habe ich euch auf Snapchat gefragt, ob ich mir diese Jacke kaufen soll oder nicht. Und wenn ja, dann macht einen Screenshot. Und oh mein Gott, ihr habt so viele Screenshots gemacht. Deswegen habe ich sie dann gekauft. Und zwar sieht die so aus. Ich habe so eine Jacke noch nicht und das ist dann halt jetzt meine Herbst-Winterjacke, weil ich habe ja schon sehr viele Mäntel und so, deswegen, ja, ich finde die Farbe unfassbar schön, ähnelt dem Mantel, aber ist halt jetzt anders geschnitten. Und diese Jacke ist von Pimki, hat 60 Euro gekostet, aber diese Jacke bekommt ihr derzeit überall. Die hält euch auch mega warm, die ist auch ein bisschen schwerer, ich würde schon so sagen, ich würde sagen so 300 Gramm. Das war es jetzt mit meinem Fashion Haul und ich werde jetzt die nächsten Wochen und Monaten langsamer machen und mir nichts mehr bestellen und nichts mehr kaufen, denn es hat jetzt gereicht die letzten Wochen und Monate. Und ja, ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, welches Teil euch am meisten gefallen hat und welches Teil euch weniger gefallen hat. Ich muss echt sagen, dass ich die Uhr voll gerne mag, weil es einfach so ein zeitloses Accessoire ist. Ich weiß, dass ich sie immer tragen werde. Und den Schal finde ich auch mega cool. Und die Jacke finde ich auch mega cool. Eigentlich finde ich alles mega cool. Ich könnte mich gar nicht entscheiden, was ihr am schönsten fand. Aber ich freue mich auf eure Kommentare. Also lasst mich unbedingt wissen, was ihr am schönsten fand. Und was ihr am hässlichsten fand. Oder halt weniger schön, wenn man es netter ausdrücken möchte. Bevor ich dieses Video beende, wollte ich euch sagen, dass ihr unbedingt bei der Niloufar vorbeischauen wollt. Ihr Video werde ich euch jetzt hier einblenden. Und für Handynutzer werde ich euch den Videolink in die Infobox verlinken. Und hier unten verlinke ich euch mein letztes Video, wo ihr etwas gewinnen könnt als Dankeschön. Es war eine Benefit-Verlosung mit mega coolen Produkten. Und ich habe euch hier am Anfang des Videos gesagt, es erwartet euch ebenfalls eine Verlosung. Und zwar wieder was von Benefit. Und zwar dieses Augenbrauen-Set hier. Leute, dieses Set ist so, so süß. Oh mein Gott, wenn ich das aufklappe, wartet. Tada! Habt ihr alles, was eure Augenbrauen brauchen. Also ein Augenbrauenpuder, ein Augenbrauengel in zwei Farben, dann noch so ein Augenbrauenlifter, um das zu highlighten. Und dieses Set gibt euch auch Tipps, wie ihr das benutzt. Und hier habt ihr noch so einen unfassbar coolen Spiegel. Und dieses Set ist einfach ultra, ultra süß. Also, alles, was ihr dafür tun müsst, ist, seid Abonnent meines Kanals. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, falls euch dieses Video gefallen hat und ihr diese Verlosung cool findet und noch weitere Verlosungen möchtet. Und hinterlasst mir einen Kommentar etwas über euch. Das würde mich sehr interessieren. Ich bin gespannt auf kreative Kommentare und ja, das war's dann. Alle weiteren Informationen findet ihr nochmal in der Infobox. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten. Ich habe euch alle ganz doll lieb und sage Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.